So, wir beginnen jetzt Alachot Shabbat, das Anzünden der Kerzen. Wir haben ein Gebot der Weisen, steht nirgends in der Tora, aber ein Gebot der Weisen ist es, jeden Freitagabend am Shabbat-Eingang, dass man Kerzen anzündet. Das ist eine sehr, sehr besonders wichtige Mitzwa. Talmud, Masechet Shabbat, Seite 23b, steht geschrieben, dass diejenigen, die Kol Zahir Bener, jeder, der Acht gibt auf dieses Gebot und erfüllt es ordentlich, wie es sein soll, Havyan le Banim Talmidei Chachamim, er wird bekommen sehr, sehr gute, gescheite und weise Kinder. Nun, und für uns alle, unser Ziel ist es, gute Kinder zu bekommen, für jeden. Und deswegen, man sollte sehr, sehr Acht geben, darauf zu geben. Noch ein Versprechen im Talmud, dass das Anzünden der Kerzen am Shabbat, das ist, Mishum Shalom Beto, Shalom Bayit, ein Friede zu Hause zwischen Mann und Frau, auch dank dieser Mitzvah, dank den Anzünden der Kerzen, auch da bekommt man jetzt. Was bedeutet Hazeir Bener, dass man Acht gibt und aufpasst? Laut Alachaka ist genug, nur eine Kerze anzuzünden. Und laut Alachaka ist es genug, irgendeine Kerze anzuzünden. Eine normale Wachskerze kannst du anzünden, ist kein Problem. Aber Hazeir Bener, du nimmst nicht irgendeine Kerze. Du legst Olivenöl, mit Öl, mit einem Docht. Olivenöl ist viel, viel wertvoller, viel, viel schön, ein viel, viel schöneres Licht. Nimmst mit Olivenöl, das ist, und du passt auf, es immer rechtzeitig anzuzünden. In so einem Fall, auch wenn du hast auch schöne Kerzenhälter, das heißt Zahir Bener, dass man wirklich versucht und Acht gibt, es ordentlich zu machen. Mara sagt das uns auch, wir lesen das auch jeden Shabbat, jeden Freitagabend, bei Yom HaDikim, bei Yom HaDikim. Al Shalosh Averot Nashim Metot Mishat Lidetan, wegen drei Sünden Frauen sterben während der Geburt, Chas V'Shalom, nicht über uns gesagt. Eins davon ist Al She'ina Zira Bachala Banida Ubad Lakataner. Also wenn sie nicht Kerzen anzündet, ist es schlimm auch für eine Frau sogar, dass Mara sagt, wegen diesen drei Sünden Frauen sterben in der Geburt. Deswegen sollte man sehr, sehr Acht geben, dieses Gebot ordentlich zu erfüllen. Jetzt, das Gebot gilt für alle. Männer, Frauen, alle, die über Bar oder Bat Mitzvah sind, sie müssen die Kerzen anzünden. Und der Brauch ist es heute, dass man diese Mitzvah der Frau überlässt. Dass die Frau die Kerzen anzündet. Es gibt laut der Kabbalah gibt es die Gründe, wieso es die Frau macht und nicht der Mann. Nur der Mann hat eine zusätzliche Mitzwa, dass er die Kerzen vorbereitet. Er nimmt die Kerzenhälter, legt sie auf den Tisch. Er tut das Öl reingießen, den Docht vorbereiten, Streichhölzer daneben hinstellen. Das ist die Mitzwa vom Mann. Shara Kavanot Rabbeinu Arizal sagt, das ist als eine Wiedergutmachung für die Sünde vom goldenen Kalb, weil da waren die Frauen nicht mit beteiligt, da waren nur die Männer. Und deswegen, also das mit dem Vorbereiten von den Dochten, von den Kerzen für das Anzünden der Kerzen des Schabbat, damit ist es eine sogenannte Wiedergutmachung für die Sünde des goldenen Kalbs. Die Frau zündet es an, wenn aber die Frau nicht zu Hause ist. Frau ist weggefahren, ist nicht zu Hause. So fällt jetzt diese Mitzwa auf den Mann. Muss der Mann jetzt, statt der Frau, muss der Mann die Kerzen anzünden. Auch wenn die Frau zu Hause ist. Aber der Mann ist jetzt weggereist, er ist jetzt irgendwo in einem Hotel, irgendwo woanders. Er muss dort, wo er den Schabbat verbringt, dort muss er die Kerzen anzünden. Jetzt, etwas, was sehr oft vorkommt, die verheirateten junge Paare, sie werden eingeladen zu ihren Eltern, Schwiegereltern. Sie essen dort, manchmal schlafen sie auch dort oder manchmal kommen sie auch zurück nach Hause. Wie ist da das Gebot? Wenn das junge Paar jetzt zu den Eltern geht und dort schläft, so ist es gut, wenn man dort, wo man ist, dort, wo man schläft, also bei den Eltern, dass man dort die Kerzen anzündet. Dass man dort die Kerzen anzündet. Das heißt, wenn jetzt man geht zu den Schwiegereltern, zu den Eltern, die Frau zündet dort die Kerzen an.
Bezüglich dem Segensspruch, wir werden nachher noch kommen, da überall, wo die Kerzen angezündet werden, das werden wir noch später erklären, nur eine Person segnet. Ja, sei es jetzt dort bei den Eltern oder sei es im Hotel, aber darüber werden wir noch etwas später reden. Wenn man aber noch am selben Abend zurückkommt, man hat vor, am selben Abend noch zurückzukommen nach Hause, dann in so einem Fall sollte man, bevor man weggeht von seinem Zuhause, die Kerzen dort anzünden, die Frau zündet dort die Kerzen an, man geht nachher zu den Eltern nach Hause, bleibt dort den Freitagabend, genießt dort den Schabbat und kommt zurück. Man sollte aber Acht geben, dass man da in so einem Fall genug große Kerzen oder genug Öl in die Kerzen gibt, sodass die Lichter brennen, wenn man zurück nach Hause gekommen ist. Das heißt, es sollten einige Stunden brennen, bis man nachher zu Hause ist. Was ich vorher jetzt gesagt habe, bezüglich dem, dass nur eine segnet. Wir haben ein Gebot. Es gibt eine Parole von unseren Geschwistern, von den Chabadniki. Und zwar, das heißt, Kol Isha Babat Madlika Nerot Shabbat. Jede Frau und ihre Tochter zünden Schabbatkerzen an. Etwas Wunderschönes, wirklich sehr, sehr schön. Aber da muss man noch etwas dazufügen. Und zwar, segnen tut aber nur die Mutter. Das heißt, auch wenn die Töchter jetzt zu Hause mit ihrer Mutter dort die Kerzen anzünden, auch wenn die Tochter schon verheiratet ist und bei ihrer Mutter oder bei ihrer Schwiegermutter, wenn jemand, die erste Person, die dort die Kerzen anzündet, das ist die einzige Person, die segnet. Denn laut dem Shulchan Aruch, En mevarchin al tosefet ora. Für zusätzliches Licht, für zusätzliche Kerzen, sagt man keinen Segensspruch. Du kommst im Hotel, zum Beispiel ist es sehr, in Israel in Hotels, ist es sehr, sehr oft, oder bei Shabbatonim, oder wie gesagt, bei Eltern, Schwiegereltern, oder wenn man irgendwo als Gast eingeladen ist, du kommst dorthin und dort sind mehrere Frauen und alle wollen diese Mitzwa machen, alle wollen die Mitzwa erfüllen, ja, alle können es erfüllen und es ist erwünscht, dass jede Frau und jede Tochter und jedes Mädchen Kerzen anzündet. Aber Bracha sagt nur eine. Und das ist die erste Frau, die es sagt. Sicher, wenn man bei der Schwiegermutter ist, dann soll es die Schwiegermutter sagen. Oder bei der Mutter soll es die Mutter sagen. Und die Tochter zündet nachher ohne Bracha die Kerzen an. Wieso? Weil auf zusätzliche Lichter spricht man keine Bracha. Nun, wenn es so ist, dann gäbe es vielleicht ein Problem mit unserem Licht. Dass wir, vielleicht sollte man vor dem Kerzen anzünden, das Licht ausschalten. Weil wenn das Licht brennt und ich zünde die Kerzen an, was bringt das? Worauf soll ich segnen? Der Grund ist, wieso sagt man keinen Segensspruch? Weil es gibt schon das Licht. Du segnest jetzt für den Genuss vom Licht, von diesen Kerzen. Und wenn jetzt da schon ein, zwei Kerzen sind und du zündest noch eine zusätzliche Kerze, du genießt nicht so das Licht. Und deswegen sprichst du keinen Segensspruch. Aber auch da, die Kerzen, die wir anzünden, im Gegensatz zum Licht, Stromlicht, den wir haben, ist was Kleines. Vielleicht sollte man auch da zuerst einmal das Licht ausschalten oder nicht. Nein, man muss es nicht. Frau Weidel-Josef sagt, man muss es nicht ausschalten, weil das ist das extra für Shabbat. Und das ist das Schöne an diesem Licht für Shabbat. Deswegen sprichst du den Segensspruch für diese Kerzen. Gibt es zusätzliche Kerzen? Nicht mehr. Aber für das Stromlicht nicht. Jetzt für uns, die sephardischen Frauen, ist es so, dass wir nicht den Schabbat mit den Kerzen anzünden reinbringen. Wir bringen es nicht mit den Kerzen. Bei den Aschkenasen, sie tun immer zuerst die Kerzen anzünden, nachher die Augen verschließen und erst dann die Bracha sagen. Für das Sfaradim ist es nicht so. Für das Sfaradim, man spricht zuerst den Segensspruch. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Und dann zündet man den Streichholz und die Kerzen,
Erst dann zünden wir die Kerzen an. Das ist der sephardische Brauch. Es gibt Meinungen, die meinen, dass der bucharische Brauch ist so wie der aschkenasische Brauch. Manche meinen, nein, das ist so wie der sephardische Brauch. Aber so oder so, ich habe Rabbi Yitzhak Yosef gefragt, den jetzigen Oberrabbiner vom Staat Israel. Ich habe ihn persönlich gefragt, was seine Meinung darüber ist, ob wir vielleicht doch, weil wir jetzt in einem aschkenasischen Land wohnen, vielleicht, dass wir doch diesen Brauch haben. Oder weil wir schon nach Israel gefahren sind und dort gelebt haben, dass vielleicht jetzt unser Brauch so wie Eretz Israel sein soll. Er hat mir gesagt, schau, Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, sehr, sehr großer, sehr, sehr weiser Mann. Jemand, der laut seiner Meinung etwas macht, ist so, als ob er macht laut 200 Rabbiner. Weil Maran, das sind die Anfangsbuchstaben, Matayim Rabbanim Nismach. Jetzt, was ist das Problem? Wieso ist es bei den Sephardim so und bei den Ashkenazen ist es anders? Wir haben ein generelles Gebot, Gemara Masechet Pesachim, Seite 7, Kol HaMitzvot Mevarech Alehen Over LaAsiyatam. Alle Mitzvot, die wir machen, wir segnen zuerst und dann machen wir die Mitzvah. Dort im Talmud steht geschrieben, ausgenommen ist eine Mitzvah, Tvilat HaGer, Mikve von einem Ger, da tut er zuerst eintauchen und erst dann. Weil wie kannst du sagen, Asher Kideshanu beMitzvotav veTzivanu, der uns geboten hat, du wurdest ja gar noch nicht geboten. Deswegen, das ist die einzige Ausnahme. Aber ansonsten, Gemara, alle Mitzvot, du sprichst zuerst den Segensspruch und dann erfüllst du die Mitzvah. Das ist einmal das, was der sephardische Brauch ist, wegen dieser Gemara. Du kannst jetzt nicht zuerst die Kerzen anzünden und dann die Bracha sagen. Weil wenn du es schon angezündet hast, aus. Die Mitzvah hast du schon erfüllt. Wie kannst du jetzt die Bracha sagen? Deswegen, die sephardischen Frauen, sie tun zuerst segnen und dann anzünden. Aber da kommt jetzt die zweite Meinung. Und zwar, wenn du jetzt gesegnet hast, ist schon Shabbat drinnen. Wie kannst du jetzt anzünden? Ja, aber wir, und deswegen, das ist ihre Meinung, dass sie sagen, nein, wir werden es nicht so machen. Wir werden jetzt so die Kerzen einmal anzünden. Und damit die Mitzvah noch nicht vollständig ist, weil warum zünden wir die Kerzen an? Um vom Licht zu genießen. Ich zünde es an, ich schließe meine Augen oder ich bedecke die, mit den Händen die Kerzen und dann sage ich den Segensspruch und dann öffne ich und jetzt genieße ich, nach dem Segensspruch genieße ich vom Licht. Das ist jetzt Elu ve Elu divrei Elohim Chaim. Das ist richtig und das ist richtig. Das sind zwei verschiedene Bräuche für die aschkenasischen Juden und für die sephardischen Juden. Beides ist richtig. Jeder soll so tun, so wie seine Vorfahren es gemacht haben. Unser Brauch, sephardischer Brauch, ist es, dass man zuerst segnet und dann anzündet. Weil wir bekommen nicht den Schabbat mit den Kerzen anzünden. Wenn jemand ein Chassid sein will, frommer, laut dem sephardischen Brauch, ist es besser, nicht Pflicht, ich betone, es ist nicht Pflicht, ist es besser, wenn man das Licht zu Hause ausschaltet, dann, man hat den Gedanken jetzt, ich zünde jetzt die Kerzen an und mit der Bracha befreie ich auch das Stromlicht und all das Licht in der ganzen Wohnung. Ich sage, also die Frau sagt, Asher kideshanu mitzotav vetzivanu leadlik ner shel Shabbat. Zündet nachher mit der Streichholz die beiden Kerzen. Nachher geht sie in die Wohnung, überall wo sie noch das Licht anzünden will. Tak, 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 schaltet sie überall das Licht ein. Und dann kommt sie zurück zu den Kerzen. Wichtig ist es und sehr, sehr empfehlenswert, da nachdem man die Kerzen angezündet hat, beten für die Kinder, weil wie gesagt, der Talmud verspricht, wird gute Kinder bekommen und deswegen, das ist die beste Zeit, ist jetzt das. Zu diesem Zeitpunkt, dass man betet für gute Kinder, bitte Gott, ewiger, bitte gib uns, bitte Bracha, Watzlacha, gute Kinder, die Kinder sollen gelingen, die sollen gut ihre zweite Hälfte, eine gute zweite Hälfte finden. Ja, es ist nicht so einfach, wie wir wissen.
Das ist diese Zeit, wo man dafür beten soll. Betet nachher da vom ganzen Herzen und die Gebete einer Mutter, es gibt nichts Besseres als die Gebete einer Mutter. Jetzt. Was wir gesagt haben, dass die sephardischen Frauen, sie bekommen den Schabbat nicht mit den Kerzen anzünden an, also sie müssen nicht jetzt gleich den Schabbat damit reinbringen, weil wenn ich zum Beispiel noch Zeit habe, sie will zum Beispiel jetzt, sie wohnt 15 Minuten von der Mutter entfernt, sie will diese 10 Minuten mit der U-Bahn fahren. Ist es erlaubt oder nicht, nachdem sie die Kerzen angezündet hat? Theoretisch, es ist, weil sie bekommt nicht den Schabbat hinein. Aber da ist, muss man aufpassen. Das Ganze gilt nur, wenn man innerhalb einer halben Stunde vor Sonnenuntergang die Kerzen angezündet hat. Wenn man es früher angezündet hat, 40 Minuten vor Sonnenuntergang oder eine Stunde vor Sonnenuntergang, dann gilt es nicht, dann muss ich den Schabbat bekommen. Beim Kerzenanzünden. Das heißt, nachdem ich die Kerzen angezündet habe, darf ich keine verbotenen Tätigkeiten mehr verrichten. Wenn es also früher als eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang ist. Die früheste Zeit, wann man anzünden darf die Kerzen, ist Plaga Mincha. Plaga Mincha, das ist 1¼ Stunde vor Sonnenuntergang. Das ist die früheste Zeit. Derjenige, der vorher anzündet, bringt nichts. Bringt nichts, das ist, er zündet, so wie jetzt, am Dienstag, ich zünde, kann ich jetzt Schabbatkerzen anzünden? Bringt nichts. Es bringt nur, auch am Freitag in der Früh bringt es nicht. Nur am Freitag, kurz vor dem Abend, früheste Zeit vor dem Abend, das ist 1¼ Stunde vor Sonnenuntergang. Spätestens einige Minuten vor Sonnenuntergang. Es gibt manche Kalender, die schreiben 20 Minuten, manche 30, manche 40 Minuten. Laut dem Gesetz, sogar eine Minute vor Sonnenuntergang genügt auch. Besser ist, wir sagen, Likrat Shabbat lechu ben elcha, ki mekor ha-beracha. Likrat Shabbat, entgegen dem Shabbat sollen wir gehen, weil der Shabbat, das ist die Quelle des Segens, also der ganze Segen kommt vom Shabbat. Likrat Shabbat lechuben elcha. Wenn wir entgegengehen zum Shabbat, also wir gehen und empfangen den Shabbat, von dort kommt der ganze Segen. Aber wenn wir alles schnell, oh, jojo, Shabbat kommt gleich und wir versuchen noch rechtzeitig alles zu schaffen, nicht wir empfangen den Shabbat, sondern der Shabbat empfängt uns, der Shabbat läuft uns nach, da ist es vielleicht nicht verbunden nachher so mit dem Segen. Deswegen, man sollte schon alles vorher vorbereiten. Alles ganz, ganz schön. Und dann, Bezat Hashem, kurz davor, wenn die Zeit gekommen ist, die Kerzen anzündet. Schabbat-Eingang. Wann geht der Schabbat hinein? Schabbat-Eingang. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam sha'akol ne'am idoro. Schabbat-Eingang jetzt. Also wann kommt der Schabbat hinein? Laut uns Faradim, die Frauen haben die Kerzen angezündet. Sobald sie auf sich genommen hat, den Schabbat, wie gesagt, eine Minute vor Sonnenuntergang, ist für sie schon Schabbat. Sie kann zum Beispiel die Kerzen anzünden eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang und kann ihm vorhin in den Kopf sagen, okay, ich bekomme momentan nicht den Schabbat. Ich will noch mit der U-Bahn zu meiner Mutter fahren. Sie fährt mit der U-Bahn zu ihrer Mutter, es bleibt noch 10 Minuten vor Sonnenuntergang und dann sagt sie so, jetzt bekomme ich den Schabbat hinein. Damit ist für sie schon Schabbat und für sie verboten, alle verbotenen Tätigkeiten zu verrichten. Für die Männer geht der Schabbat hinein, wenn wir in der Synagoge, wenn wir dort das Lied singen, wenn wir sagen, Boikala, Boikala, im letzten Abschnitt, da bei Boikala ist für uns schon der Schabbat-Eingang. Eins von den beiden, entweder diese eine Minute vor Sonnenuntergang oder wo wir Boikala gesagt haben. Das früheste von den zwei, da kommt der Schabbat hinein.
Boykala, wo wir gesagt haben. Jetzt. Man muss dann schon beginnen, zum Zeitpunkt, wo die Gemeinde, in einer bestimmten Gemeinde, wo die Gemeinde gesagt hat, Boykala, Boykala, da ist schon nicht nur für dich zu Hause oder für die in der Synagoge sind Schabbat, da ist schon für die Gemeinde, die ganze Gemeinde ist schon Schabbat-Eingang. Das ist jetzt, im Sommer ist es bei uns hier sehr, sehr aktuell, dieses kleine Problem. In der Synagoge, wenn schon Boykala gesagt wurde, in der Gemeinde. Das bedeutet, Schabbat ist in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, ist jetzt schon Schabbat. Es gibt noch eine halbe Stunde noch Zeit. Eine Stunde gibt es noch Zeit. Es ist schon, jetzt ist schon Schabbat aus. Boykala ist schon die Zeit, wo die, jetzt für die ganze Gemeinde, du sitzt bei dir zu Hause noch, du bist nicht in der Synagoge, für dich ist auch schon Schabbat. Weil die ganze Gemeinde den Schabbat reingebracht hat. Hier in Wien, im Sommer, fast alle Synagogen beginnen das Gebet um 19 Uhr. Fast alle Synagogen um 19 Uhr beginnen. Das heißt, circa 19.30 Uhr in allen Synagogen hat man schon gesagt, Boykala. Das bedeutet, hier in Wien im Sommer, auch wenn wir im Kalender sehen, 21 Uhr, nein, ich glaube, 21 gibt es nicht, aber 20.30 Uhr und so weiter, das ist eine viel spätere Zeit, trotzdem im Sommer, wo in allen Synagogen schon Boykala gesagt wurde, ist für jeden, der hier lebt, ist schon Schabbat drinnen. Wieso? Weil alle, die Mehrheit der Gemeinde hat schon den Schabbat reingebracht und die Einzelnen, die werden mit hineinbezogen mit der ganzen Gemeinde. Wenn jemand schon den Schabbat reingebracht hat, ich habe schon Schabbat reingebracht, Boykala gesagt, und ich höre in der Synagoge, die beten jetzt Mincha. Ich will mit ihnen Mincha beten. Darf ich jetzt Mincha beten oder nicht? Nein, Entschuldigung. Ich sehe jetzt, die Gemeinde hat schon den Schabbat reingebracht. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Ich will jetzt noch Mincha beten. Darf ich jetzt noch Mincha beten, wo die Gemeinde schon den Schabbat reingebracht hat? Ja, ich darf Mincha beten. Ich darf zwar keine verbotenen Tätigkeiten machen, weil, wie gesagt, wo alle Baruch Hu gesagt haben, ich habe schon den Schabbat bekommen, aber Mincha darf ich noch beten. Aber eine Voraussetzung, wenn ich höre vom Minyan, von dem Gebet, dass die sagen, Baruch Hu et Hashem Mevorach von Arvid, darf ich nicht darauf antworten. Nicht darauf antworten, sondern ich höre nur und sage nur Amen. So, okay, das war's jetzt. Hat jemand Fragen bezüglich den Kerzenanzünden? Das war jetzt in Kurzfassung die Gebote des Kerzenanzündens am Freitagabend. Hat jemand Fragen darüber? Ja. Ist es so, dass also von Kerzenanzündung in Schabbat zu Schabbat hat es nur mit dem Genuss zu tun? Also das Genuss vom Licht? Oder hat es auch zum Beispiel damit zu tun, ich zünde jetzt meine Kerzen an, die Schule Safta Sheli, Lidosh Hashem Mechubad, das gibt es ein Pasuk in Prophet Yeshayahu, Vekarata la Shabbat Oneg, und du sollst den Shabbat genießen. Fast alle Gebote, die wir haben, die sind zum Genuss am Shabbat, damit du den Shabbat genießt. Und deswegen auch diese Kerzen am Shabbat, die sind auch, nicht nur, aber auch für den Genuss da. Und deswegen, Pflicht ist es, aber auch davon zu genießen. Im Gegensatz zu Chanukka, die Chanukka-Kerzen sind, die sind nicht zum Genuss da. Du darfst von den Chanukka-Kerzen nicht genießen, von ihrem Licht genießen, sondern du darfst nicht kommen und davon etwas lesen. Auch von diesen Kerzen lesen darf man nicht, aber genießen von den Schabbat-Kerzen darfst du. Chanukka-Kerzen und so weiter, das ist nicht zum Genuss. Okay, aber ich dachte, okay, ich genieße das Licht. Ja. Aber kann ich auch zum Beispiel eine Kerze anzünden für meine verstorbene Oma, Opa, zusätzlich. Zusätzlich, man kann zusätzlich auch. Also aber das ist, hat nichts mit dem zu tun. Das kannst du auch jetzt, heute anzünden, diese Kerze. Oder in dem Jahrestag von den Verstorbenen zündet man die Kerze. Nicht hat nichts eins mit dem anderen zu tun. Aber das ist nicht verboten oder so.
oder? Ist nicht verboten. Sehr, sehr viele zünden auch am Freitagabend auch für die Verstorbenen, zünden auch Kerzen. Ist auch erlaubt. Ist auch erlaubt. Ja. Sie haben ja gesagt, dass man nicht, also alle Frauen dürfen ja nicht an einem Platz alle zusammen halt überhaben. Kann man in einem anderen Raum gehen und eine andere Frau? Oh, eine sehr gute Frage. Wir haben gesagt, man darf nicht, wenn mehrere Frauen an einem Ort die Kerzen anzünden, so darf nur die erste Frau darf den Segen aussprechen. Die restlichen nicht. Sie sollen und müssen, Pflicht, anzuzünden die Kerzen, aber ohne Segensspruch. Jetzt fragt sie, ist es möglich, dass vielleicht die eine zündet hier in diesem Raum die Kerzen und zum Beispiel, wenn jetzt die Tochter ist bei der Mutter eingeladen und sie will ihre Kerzen anzünden in ihrem Zimmer, in ihrem Schlafzimmer. Ja, ist erlaubt. Ist erlaubt. Und noch zusätzlich, mit Bracha, dann ist es mit einem Segensspruch. Zusätzlich, die Mädchen unter Bat Mitzvah, also unter 12 Jahre, sie dürfen mit einem Segensspruch anzünden, auch wenn die Mutter schon angezündet hat. Wieso? Weil wir haben eine Grundregel, sie lautet, dass vor Bar oder Bat Mitzvah gibt es kein Verbot von Lotisai, Shem Hashem Roch HaLashav, dass du Gottes Namen nicht umsonst erwähnen sollst. Und deswegen, Mädchen unter Bar oder Bat Mitzvah sollen sogar segnen. Es ist für genug für ihre Erziehung, damit sie wissen nachher, dass man darauf segnet. Ist es gut, wenn man auch die kleinen Mädchen segnen lässt, bis zu ihrem 12. Lebensjahr. Sobald sie 12 Jahre und einen Tag alt sind, dann ist es für sie verboten, den Segensspruch zu sagen, wenn schon jemand die Kerzen angezündet hat. Und wenn nicht? Wenn nicht, was? Also wenn sie halt in einem Raum, Mädchen hier, dürfen ja mit der Mutter nicht sagen, aber in einem anderen Raum? Ja, dürft in einem anderen Raum, ja. Ist nicht in deinem Zimmer? Nicht immer die Chabadnik? Halt. Nicht laut? Raka Chabadnik? Lo, Lama. Segam Lama. Nach Ogam Kenya Chulim. Es ist also... Die Chabad, ich habe gesagt, es gibt überall in Israel, da gibt es große Mikrofone. Und das ist auch für uns, für alle ist es. Kol Ishababat, Madlikan Erot Shabbat, Knissat Shabbat, heute um so und so viel Uhr. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ashrechem Israel, aber da mit diesem Punkt, nur sie erwähnen nicht, dass es ohne Segensspruch sein sollte, für die Mädchen. Für die Frauen mit, für die Mädchen, wenn schon die Mutter angezündet, dann ohne. Oder, wie gesagt, das gilt auch für die. Wenn du jetzt in einem anderen Zimmer, kannst du segnen. In einem anderen Zimmer kann und sollst sogar segnen, ist sehr, sehr empfehlenswert.